Hi, hallo, willkommen. Photoshop-KI. Wir werden noch mal ein bisschen was mit der Photoshop-KI machen, denn sie ist ziemlich spaßig und ich habe letztens, beziehungsweise nach der letzten Aufnahme, noch ein bisschen mit herumexperimentiert. Und so wollte Maeve auch, dass wir das zuerst direkt schon machen. Das war eine Sache, die wir nicht ganz gemacht haben. Wir nehmen natürlich dieses prachtvolle Bild. Dann ist das, Ich was freue mich Maeve halt jetzt auch schon. meinte: Man markiert einfach das Gesicht und dann Auswahl umkehren und dann geben wir was Schönes ein. Wo ist denn, was für Auswahl ändern, wo ist das KI? Also, was wir machen wollten, wenn wir in der richtigen Photoshop-Version sind, das Gesicht markieren, dann die Auswahl umkehren und dann, wo können wir uns denn, wo könnt ihr mich denn hinpacken? Oh Wo ja, wird er so Aquarium. wo wird er so dekadent davor Skiurlaub. hocken? Wir machen Football. Das heißt Ski Oh oder was auf ja, weil es ein Englisch. Footballspiel. Würde er jetzt American Football draus machen oder Fußball? Wir werden es herausfinden. Das ist eine gute Frage. Na, du hast aber nicht Fußball geschrieben. Du meintest Soccer, oder? Sag mal, Fully. Das ist doch genau der Punkt. Im Englischen heißt Die es trotzdem Treppe. Football. Und dann hat er noch zu viel von dem. Okay, ich habe die Auswahl war zu unsauber. In dem Fall, da war jetzt noch. Da ist auch deine Kapuze und so drin. Ja, das war, da war ich zu großzügig. Ja, aber das ist Sag so mal, Moggy, wundervoll. bist du ein Quarterback oder Das was? ist so stark. Das ist so stark, wie einfach das ist. Pass auf, Weil dann es machen gibt wir dir einfach. trotzdem eine Man Kappe. muss keinen Footballer mehr raussuchen und sein Gesicht drauf machen. Man kann einfach nur sein Gesicht nehmen und dann macht die KI den Rest. Oder hier, Jetski, irgendwas. Gleich, ich mache mich kurz zu Jetski. Klo-Reinigungskraft. Oh ja, ich wollte Okay. auch irgendwas in die Richtung. Hausmeister, Ich das wollte wäre gerne so eine ein Badezimmer, Aufgabe. wo du einfach stolz davor stehst, von der Toilette. Ja, ich Hat habe die einfach gerade mal sauber Toilet gemacht? gemacht. Ja, das war. Oh mein Gott, die Ich Perspektive! komme da jetzt raus. Warum? Was ist das? Was soll das denn? Ich glaube, du bist der Klostein selber. Und keine Person. Ja. Mori, du bist ganz schön am Arsch. Hier wohne ich. Dieses Mie. Was ist das für ein Klo? Warum habe ich Haare? Kann ich dich in einer Mikrowelle sehen? Ja, das ist. Mann. So fett bin ich auch nicht. Er steht einfach da und guckt nach oben. Ja. Das ist mein Thumbnail eigentlich. Ja. Wo ich durch Galaxy fliege. Ja, jetzt mal jetzt einfacher machen können. Da Ja, seht ihr, wie schön der Hintergrund hier durch Johnny, das. Ja, das mache ich, das nehmen wir gleich. Weil ich Jo, das schicke Originalbild Frisur. bei mir relativ viel Unschärfe im Hintergrund hat, ist das bei dem Zeug auch, was man hier gerade wenig erkennt. Wir lassen mich noch irgendwo anders lang fliegen. Oh, er ist im Ofen! Ja, nein! Genau Und das ich komme da raus! Genau das habe ich mir gerade vorgestellt. Das sah direkt so aus wie eine Mikrowelle. Genau, und das ist das relativ spaßig, was man, dass man so damit machen kann. Da haben wir ein paar Sachen auf aufbereitet. Nee, das sieht grauenhaft aus. Kann ich Ihnen direkt mal meinen Vanille. Was ist das für eine Mikrowelle? Kann ich Ihnen helfen? Voll Pio. Warum gibt mir die KI immer diese komische Strubelfrisur? POV, du bist eine 5-Minuten-Terrine von Bobby. Sie hat sich auch freut, sie zu essen. Der ist richtig. Yeah. Ich kann nicht mehr. Das geht viel zu gut los, denn das hatten wir schon. Ja, wir werden es nicht so Ja, aber verwendet. ich habe dir neue Sachen reingeschickt. Ja, klar, ich will nur kurz. Wo können wir ihn hinschicken? Aber da ist doch meine Hand da drauf. Das wird schwierig. Zum Militär. Bootcamp. Ja, okay. Bootcamp, okay. Ich meine, ich weiß, die Hand ist mit drauf. Wahrscheinlich wird die Hand jetzt zu einer Hand von einer anderen Person gemacht. Das habe ich nicht schon mal Ja. geschaut, was ist, wenn man eine Hand im Gesicht hat. Dann wird möglicherweise eine andere Person draus gemacht, die der ganz kriegt komisch eine zu dir Schelle, rübergreift. Oder ich habe jetzt eine Waffe. Oh, ach so. Aber ich habe, glaube ich, die Auswahl nicht umgekehrt. Oh, stimmt. Oh. Jetzt bin. Ich bin einfach Fully. Hey. Ich bin ganz schön handsome. Oh Gott, das ist Fully. Das ist Blockcon. Okay. Ja, stark. So normal. Manchmal vergesse ich das halt, okay. So, was, wenn ich nicht ausgemustert worden wäre? Du wurdest Ja, nicht was dann, ausgemustert, du ne? musstest nicht zur Musterung. Ich weiß. Sonst hätte ich Erinnerung dran. Wie
Bro, das ist doch mein Oh Mann. Mein Gott, er ist ja ripped. Ich bin so buff. Ja, oder eine Frau. Okay. Okay. Ich mag, wie meine Frisur so funktioniert. Warum sind sie so perplex und angewidert von Johnny? Der wäre echt geschockt. Was ist mit ihrer Nase los? Johnny war nicht eingeladen. Diese Hand. Die Hand ist immer das joggt Gleiche. Halt sehr mit den Armen nach vorne. Aber wie gut, dass das hinkriegt mit dem, wo meine Hand ist, perspektivisch und so. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich finde es schade, dass nicht die Hand von einer anderen Person daraus wird. Sehr komisch, wenn sie einem ins Gesicht greifen. Ja, das ist ja super. Gottes Willen. Das sind so Sims-Charaktere irgendwie. Oh, ja, das ist eine andere Hand. Irgendwie. Was ist mit seinem Bart? Das ist der Bart, den ich gerne hätte. Wo bist du? Warum tragen alle blau? Bei Aerobic. Wait, mach die da hinten rum? Ich hab das Gefühl, der Bootcamp falsch verstanden. Da verschmelzen zwei miteinander. Ja, ja. Ja, dann sollte man vielleicht da Military eingehen. Das passiert manchmal. Ich bin da bei der Yoga-Stunde. Ach komm schon, jetzt mach doch mal die richtigen Ausmaße. Dankeschön. Die Leinwand gleich direkt. Oh, was kann man da wählen? Mich? Ah, hier kann man Aquarium wählen, dann schwimmt er richtig. Oder wähl mich und Mario aus. Wir sind beide irgendwo unterwegs. Ja, stimmt. Mario hatte, ja. Oh, unter Wasser finde ich sehr gut. Korallenriff oder ja, so. Ja, genau, genau. Oh, dann bin ich wie dieser Gorilla. Ich bin dann wie dieser Gorilla. Life could be a dream. Life could be a dream. Wo willst du schwimmen? Den Ohrwurm. Aquarium? Diving underwater oder irgendwie underwater. So. Underwater. Help me, I'm under the water. Genau das machst du, so klingst du. Oh, noch gerettet, Mui. Ja, noch so eingefallen. Ja, Ausweis ist ein bisschen verschoben worden, aber ist okay. Kriegen wir hin. Jetzt bin ich sehr gespannt. Gott, die Hände. Ey, es ist Flossen Mr. Drauf. Wilson geworden. Was? Oh mein Gott, Wilson! Johnny. Wilson! Da bin ich hinterhergesprungen und dann hatte ich den Spaß meines Lebens, mit ihm durchs Wasser zu platzen. Ich mag es, dass Mario einfach zu einem Ball wurde. Ja. Das meinen wir mit Wilson. Ich meine, was sollte man sonst aus ihm machen? Ball. Gummiball. Mario war schon öfter Ball. Was ist das? Balle kann man scheinbar aus ihm machen. Schau die Reflexion an. Dass ich oben in der Wasserfläche nochmal vorkomme. Stimmt, ja. Du hast ein Bein bekommen! Das ist mein Fuß! Oh, das sieht so gut aus. Was ist mit Mario los? Schau ich den Mario-Ball an. Ja, der hat richtig gut diese Galaxy. Sieht aus wie Mario Pinball. Das gefällt mir generell richtig gut. Genau, es sieht echt wie Pinball aus. Ich will dich einfach auf einer Müllkippe sehen. Aber fliege ich da trotzdem durch? Keine Ahnung, vielleicht hechtest du gerade. Ich schubse mich in den Müll. Ja, oder es wird tatsächlich von oben gezeigt, weil ich stand ja eigentlich und hab nach oben geschaut für das Foto. Oh, echt? Ja. Ich glaube, ich sollte Mario. Ach so, da bist du ein bisschen im Müll. Einfach, das bin ich in der Chipstüte einfach. Ich hab Johnny in meiner Chipstüte. Was ist das denn? Das sieht gut aus. Das sind die eigentlichen Meere, wie sie heutzutage aussehen. Oh, zu deep. Nein. Die sind schon noch ziemlich deep. Der Ozean ist... Ja, der Ozean ist nicht leer. Komm schon. Ich sind Diamanten hier, oder? Kristalle. Edelsteine. Ja. Sieht eher nach Plastik aus. Können wir den Mario loswerden? Der macht irgendwie sehr... Ich hätte gerade einen schönen Helm bekommen. Wobei, es ist ein Astronaut. Oh ja, ich bin auch dafür, dass wir... Irgendwo kann ich bestimmt noch lang fliegen. Ach, falsches Tool. Ach. Mann, durch die Wüste. Ach, will das direkt das, wenn man. Tausch ihn doch aus gegen Müll. Du bist Müll. Ja, genau, Maeve. Wow. Das ist echt fies. Wie redest du denn mit Maeve? Wo können wir den Johnny sonst noch hinschicken? Schon gemein. Zur Schule. Oh, ja. Ja, das finde ich gut. Da hätte ich mal hingehen sollen, anstelle von. Was machst du da überhaupt für ein Schwachsinn? Du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen?
Dachte mir auch gerade, das macht ja viel Spaß. Ich habe schon wieder die Auswahl nicht umgekehrt. Ich hoffe, jemand stellt ihm Bein und er ist gerade im Prozess am Hinfallen. Aber ich freue mich total. Und da ist ein Freeze-Frame und denkst du so, das ist mein erster Tag an der Schule. Ich bin so voller Lebens. Hey, das bin ich. Ihr fragt euch sicher, wie ich in diese Situation gekommen bin. Es ist ein bisschen so. Ich wurde gerade von Spider-Man verprügelt, aber ich freue mich. Gott, was zum Fick? Okay. Warum ist da ein Mädchen, das gleichzeitig auch Albert Einstein ist? Ich glaube, die Perspektive ist ich glaube, ich mag die Perspektive in der Schule gar nicht. Ja, oder wir nehmen nur mein Gesicht. Unter Wasser gut, aber hier? Wir können ja nur mein Gesicht nochmal nehmen. Oh, kannst das du irgendwie sowas, einfach nicht. Kannst du Police Arrest oder so machen, dass er gerade festgenommen wird oder so? Das ist einfach nur so ein Ausschnitt aus einem Fotoalbum. Hey, das bin ich. Johnny, bist du das denn, ne? Ja, gut. Du kannst auch ein neues Bild einfach nehmen. Nee, schon okay. Dann... Was solltest du noch machen mit ihm? Umkehren. Police Arrest. Umkehren. Wait, Police Arrest wäre mit der Perspektive so gut gewesen. Ja, funktioniert nicht. Dann hätte ich die Hände auf dem Rücken. Ja. Naja, das passiert. Kann man jetzt Arrest machen? Ich glaube, das Nähe ist eins der bösen Worte. Ah, böse Buben. Ey, das Jay ist so komisch. Car Chase. Oh, Jay ist gut. Oh, Jay, ich meine, wir können auch den nicht. Teil mit der Festnahme direkt überspringen. Wir können Johnny direkt ins Gefängnis werfen. Oder wir gehen noch davor Problem. Und machen eine Car Chase. Baby Driver. Das ist einfach nur... Oh, scheiße. Ich bin ja schon länger, ja. Aber so schlimm ist es gar nicht. Oh Gott. Wenn ich mir so anschaue, denke ich mir, ja, gut, dass sie ihn eingesperrt haben. Komm doch rein! Hier ist doch viel Platz! Ich habe ein lustiges Taschenbuch hier! Oh, schreiben Sie immer noch über Donald? Wenn man es rückwärts liest, ist das ganz neue Geschichte. Was ist das für ein Gefängnis? Gott! Oh Gott! Ich bin schon lange hier. Da wird einfach nur versucht, mich zu ersticken. Na, nein, dir geht's gut. Ich leide an Sauerstoffmangel. Mit dem Gesicht sieht's nicht irre aus. Ich hab seit 20 Jahren niemanden mehr gesehen. Ich hab Bist du der Neue hier? Komm doch rein. Wisst ihr, wie Menschenfleisch schmeckt? Ich schon. Oh, du wurdest zum Neckbeard. Ja, irgendwie schon. Geben wir ihm doch ein bisschen verbrochen. Schokolade. Nach der Zeit im Gefängnis hat er sich doch was Süßes verdient. Oh. Schokolade. Wurde jetzt aus Johnny Schokoriegel oder was? Schokolade. Keine Ahnung, vielleicht hat er einen in der Hand oder so und freut sich, dass er gleich... Okay. Das ist... An dem Punkt würde ich einfach Johnny. Die Schokolade nicht weiter essen. Stimmt! Hier ist kannst du mal, Johnny! Kannst du mal hier ist Johnny eingeben? Ja, oder halt The Shining? Sowas wie tatsächlich Medien und sowas macht Photoshop nicht so gerne. Crack Door, dann. Ja, das kann man machen. With an X. Bestimmt. Schokolade ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber Mave, was hat das mit dem Deo zu tun? Ja, da hat sich ja jemand was gegönnt. In die Schokolade würde ich nicht mehr reinbeißen. Aber wenn man nur die Textur so anschaut, dann Looking sieht das nach guter Schokolade aus. Cracked Door. Oh, ich hoffe, das ist ja laut. Jetzt hab ich Angst. Oh, Schokolade, nee, da bekommt man schon gruselig. Lust drauf. Kann man schon mal verstehe ich, warum Johnny sich so freut. Das ist das neue Maskottchen von Coco Puffs. Hier ist meine Hand. Wessen Hand ist das? Da ist doch eine Hand. Hier ist Johnny. Nett haben sie es hier. Nett haben sie es hier. War ich schon mal in Hamburg? Sie haben Post in ihrem Briefkasten. Wollen sie die nicht rausholen? Hier wohnen mehr Leute als in Italien. Ich wusste, dass hier mehr Leute wohnen als in Italien. Ja, okay. Nee, ja, die ersten paar waren besser. Das ist der Strand wieder von der ersten Folge. Stimmt, das ist mein Haus von innen. Er ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Das Loch hier ist noch nicht geschlossen worden. Du musst da noch mal ran. Das ist doch ein anderes Loch. Nee, das sieht einfach dumm aus. Warum vervollständigen wir teilweise nicht? Ja, die in den Urlaub. Ja. Okay, mach nochmal eine Profession, weil ich will, dass das sowas ist wie bei dir. Du wurdest einfach zu einem Menschen. Hausmeister. Ja, irgendwas, was man erkennt. Hausmeister wird man schon erkennen. Okay. Doch, bestimmt. Ja, der kriegt dann bestimmt diesen... Zum blauen Mann. Ich wollte gerade sagen, bei Hausmeister hatte ich kein Bild im Kopf, aber bei Janitor direkt.
Hä? Das ist jetzt was anderes, ja, ja. Ja. Meine Assoziation hat zu gerade. Das, ja, das ist ein Janitor. I am a surgeon, Dr. Ich mag's, dass sich die KI sehr unsicher ist, von welchem Geschlecht Johnny ist, trotz des eindeutig erkennbaren Bartes. Ja. Das ist so mein Ding. Dann wiederum, ich habe auch hin und wieder einen weiblichen Körper bekommen. Das stimmt. Bei dem Taucher zum Beispiel. Bei dem Taucher bin ich weiß heute nicht sicher. Nee, ich glaube, da bin ich auch nicht sicher. Schwer zu sagen. Das können die guten alten Man-Boobs sein. Wollen sie auch mal? Oder auch Moobs. Oh Gott, was mache ich denn da? Johnny. Da habe ich mir überhaupt eindeutig gekostet. Das ist so eine Pose, die du machen würdest. Polizist ja, ist ja, auch das, immer stark. Hey, das ist mein Cosplay von Rick Sanchez, was ich letztes Jahr getragen habe. Er wird als Thumbnail das so nehmen und das Video als, was mache ich hier? Ja, ich nehme das als Thumbnail von dir. Ja. Oh. Was zum Fick? Warum ist da jemand anderen Lonlift? Das ist mein erster Tag. Lonlift the King. Chor. Ich hab das Gefühl, die KI will Johnny nicht zum Polizisten machen. Du bist der komische Anwalt. Ja, ich weiß auch nicht, was. Ich bin nur so eine Handpuppe, die der gerade. Soll ich mal Wasser dabei trinken? Ich bin in der Rede. Wir haben ja, keinen Kopf, also habe ich die Handpuppe dabei. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Kopf so schräg und so an der linken Ecke ist, dass kommt die KI auch nicht gut damit zurecht. Oh. Riech mal meinen Finger. Heulolis. Das ist Doofy. Ja. Oh mein Gott. Ja, hier ist er. Hey, da steht drauf. Wo soll ich ihn hinbringen? Das ist kein Polizist, das ist ein Politist. So, warte, wir hatten. Mach hier Ersatz rein. Nee, wir gehen jetzt erstmal alle so durch. Wir können nicht einfach mich und dich machen und dann sagst du, nee, jetzt komm, machen wir alle zusammen. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. So, ach so, ich finde, da steckt viel Potenzial noch. Ich wollte genau das Gegenteil, Mogi. Ich wollte, dass die anderen auch mal drin sind. Wo steckt ihr mich rein, Jungs? Wo willst du hin? Mach einfach Hintergrund entfernen, ich glaube, ich hab das hier bei dem Bild. Dieser zweifelnde Blick ist wundervoll. Entfernen. So, was? Was? Also, was hat es damit auf sich? Was ist das? Was erzählst du mir hier gerade? Arbeitsfläche, das war's. Was redest du eigentlich? Ja, das ist gut, was sagst du dabei? Das 1100, Breite 1600. Ja, schön. Boah. Schneiden wir ihn aus so ein bisschen. Nimm das Ohr mit. Nee, wir machen mal so. Dann sehen wir, was draus wird. Wo willst du hin, Fully? Oder was willst du werden? Sehen wir mal, was wird. Glatze? Was wolltest du schon immer mal sein, Fully? Astronaut. Fully kriegt jetzt erstmal eine Glatze. Oh. Ein Astronaut? Kein Astronaut? Ich meine, das ein Kosmonaut? Kann bei mir passieren. Jo, der ist der von den Russen, oder? Mhm. Da sehe ich Fully. Da sehe ich Fully auch. Jo, Flying Ufe? Vielleicht sollst du eine Glatze tragen, Fully. Warum bin ich so baff? Es ist nicht schlecht. Jeder, der eine Glatze trägt, stellt man sich automatisch ein bisschen muskulöser vor. Das ist echt so. Shit. Du verlierst die Haare, aber bekommst Muskelmasse. Irgendwie schon. Wie lief's bei dir, Mogi? Ja. Das ist... Das ist komisch. Versuch dir den Bart, das ist mehr so ein Johnny-Bart. Ja, aber ich hab... Boah, blutest du links? Das ist Haare. Das war eine harte. Okay. Das war eine harte Prügelei. Wann kommt denn noch neue Fast and Furious raus, Fully? Warte mal, was hast du eingegeben? Ich hab Bald eingegeben. Okay, was willst du, Fully? Schnauzer. Doktor oder so. Oder wo, Fully? Oh shit, ja, ich wäre ein guter Doktor, der nichts verstehen würde. Okay. Ja, ich sehe mir da so einen ganz skurrilen Fall und denke mir so, ja, kennen wir nicht. Das hatten wir noch nie. Das habe ich nicht gelernt. Das habe ich noch nie gesehen, das hatte ich nicht an der Uni. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Also kein Haus. Hä? Was mache ich hier? Hä? Hey, die Frisur würde dir auch stehen. Oh. Ja, der fände ich auch gut, Fully. Schöne blonde Haare. Neues Profilbild auf Discord, Fully? Hey, warum nicht? Die Piercings sind gut. Oh, wir können Fully in den Dschungel stecken. Oh ja. Vielleicht werde ich zum Affen. Oder wie heißt mit der Frisur, Fully? Meine Haare. Die ist stark. Oh mein Gott. Wieso machst du die? Oh, ich hab grad eine Spritze gesetzt. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Drück mir die Daumen.
Oh, shit! Was machst du okay, da für Moves? Oh, oder Tarzan hätte ich eingeben können, oder mein... Ja, das ist wieder Copyright. Nein, glaube ich nicht. Tarzan ist free. Nee, Tarzan sollte alt genug sein. Oh, dann können wir auch Sherlock Holmes machen. Oh, shit, ja! Mach mich zum Detective. Wieso? Er ist trotzdem noch ein Doktor. Oh, Fully. Oh, Jungs, was? Der oh, sagt, shit. Ich finde Fully versus what? Tag 6 und 7 versus Wild, Freunde. Aber irgendwie sieht es so ein bisschen aus, als würde er mir gleich sagen. Als würde er uns gleich erzählen. Das ist viel zu gut. Als würde er uns gleich erzählen, was wir für ein Arschloch sind. Mit der 80er-Jahre-Friese der Fully hier. Nervig halt. Also ich hoffe, du bekommst ja ein paar Frisuren-Ideen, so Fully. Kann einer sein. Fukuhila kennt er nicht, oder? Fukuhila gleich eingeben. Ah, wie heißt der nochmal? Oh, hey, warum sind das meine Haare einfach? Mullet. Oh, Fully, was machst du da im Dschungel? Ich verstehe, warum du rausgegangen bist. Ich bin der König des Dschungels. Stickes Tattoo. Mullet. Danke, Mann. M-U-L-L-E-T. Nur mit einem T? Ja. Okay. Ich wünsche das Teil, wenn ich immer fast so eine Frisur. Bild, die Frisuren sind echt wild. Man kann verschiedene ja. Bei mir Frisuren kommen leider immer nur Mützen. Das ist das Gute. Das ist wirklich wahrscheinlich ein gutes Feature, um das auszuprobieren. What? Oh nein. Da habe ich Mullet wohl falsch geschrieben. Ja, der Parallel-Universums-Mulli. Jetzt siehst du wirklich aus wie der eine aus Upside Down. Nee, Inside Out. Scheiße, wann hab ich ihn so bekommen? Kommt der denn her? Oh, ich will eigentlich gerade gar nicht hier sein. Nee. Was? Was? Ich bekam nicht das Richtige raus. Ja, was wollten wir noch? Wilde Frisur. Aber es ist voll viele passende Stile, voll gut, finde ich. Detective, oder? Nee, Sherlock Holmes. Ja, genau. Oder so. Und Tarzan hatten wir auch noch, aber... Na, aber ist ja egal. Ich hatte nur Maeve gesagt. Da hatten wir ja schon ähnliche. Ja. Diese Finger. Der Hände kann sich ja irgendwo Finger verloren. Oh. Oh, was? Auf der okay. Fully ist ein das Frauenheld die, hier. Mit die Dame. Irgendwas an diesem Gesichtsausdruck. Das ist einfach nur Harry Potter an dem ja, Punkt. Ja, wollte gerade sagen. Was daran ist? Nein, das gilt Roy Lockhart, wenn überhaupt. Oh Gott. Aber ich bin nicht blond. Auf dem Bild schon. Nein, ah, das ist nee, ist noch, ja. Braun-rot. Ja. Nee, das ist warum das bin ich Willy Wonka? Ich wollte gerade sagen, es sieht mehr nach einer Schokoladenfabrik aus hier. Jetzt ist es Bloodborne. Das ist ein Anwalt. Jetzt bin ich blond. Tarzan wollen wir noch. Ja, das wird besser. Bausparvertrag! Verstehe das Gesetz. Verstehe ich nicht. Komm schon. Oh Gott. Oh Gott, was passiert da? Du wolltest zu Monkey zurückkehren, Fully. Ja, ich back bin to scheinbar Monkey. Wieder nothing. Das ist einfach so ein Low-Budget-Film. Entschuldigung. Ja, das ist keine diepe Line. Und dann ruft er da diese Pointe. Ja, schiffsbrüchige Fully. Und das gefällt mir auch. Sieht aus wie DJ Bobo. Ich bin seit 20 so, Jahren so hier. Piratenfilm von wegen. Habt ihr das da drüben gesehen? Ja. Aber deine Frisur. Wow, what's happening? Weißt du, was ist das? Piraten. Auf Fully? Starke, starke Sache. Da hast du ein bisschen was antrainiert. Ey, aber ja. Diese Frisur könntest du mal ausprobieren. Man-Bun. Ich hatte nicht ganz einen Man-Bun. Das sind doch nur Hörner. Ja. Echt? Ich dachte, der hatte so einen Zopf. Die Halbglatze! Was ist da passiert? Oh, wer ist das Schweinchen hier? Das ist mein Haustier. Oh. Jungs, vor allem diese aufwendige Beleuchtung hier. Jungs, es sind wieder 30 Grad in der Wohnung. Ich spiele Tarzan im Theater. Mach mal. Was hab ich gerade gesagt? Pirat, bitte. Oh ja. Pirate. Oh, das Bild ist auf jeden Fall stark. Da kann man einiges mitmachen. Johnny wollte die KI irgendwie nicht so ganz annehmen.
Das war das Bild vielleicht. Ey, 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 wir haben da auch keine. Wir haben da ja Sachen eingegeben, wie zum Beispiel Schule. Oh, okay. Das ist ein Pirat. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich damit fühlen soll. Schick Schuli nochmal in die Fulle. Sehr Pirat. Nee, das sind für mich keine Piraten. Ach, was für tolle. Die Frisuren, die stehen ja aber alle. Ich krieg sehr wilde Haare, die ganze Zeit. Das Outfit könnte Captain Hook gehören. So. Das könnte auch Fully gehören. Fully kann sowas auch. Ich bin wirklich der Lehrer. Okay, das ist die alternative Timeline, wenn ich Lehrer geworden wäre und weitergemacht hätte, ja. Du hast deine Hausaufgaben oder wenn du da unten wirklich, oder? Und es ist die andere Seite. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Wenn du einfach Nachhilfe geben würdest. Das mit den langen Haaren, den fand ich stark. Das war so. Ja, deswegen. Das war so ein 2000er Lehrer. Also, was willst du machen? Ja, pass auf, ich will eigentlich was lernen hier. Was haben wir vor? Kommt das in der Klausur? Okay. Müssen wir sagen, Whiteboards sind besser als Tafeln? Jetzt können wir damit was Vernünftiges machen. Ah, ich muss zum nächsten Mal ein anderes Bild noch organisieren. Aber ja. wir haben heute nachher noch eins von mir, ein anderes. Breite, keine Ahnung, wie breit willst du sein, Mate? Das ist gut, aber so. Wenn wir die Hand wieder mit reinnehmen, dann. Dann wird die wieder so riesig. Genau, du musst mich auf jeden Fall kleiner machen, damit mehr Umgebung auch. Ja, genau. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben. Bisschen höher, genau. Ja. Wir markieren einfach nur das Gesicht, oder? Okay, ohne Cappy. Kannst du ja auch das Doppelkinn mitnehmen? Dann nehme ich die halbe Hand mit. Ja, stimmt. Halbe Aber Hand. Nur die halbe. Wo willst du hin, Maeve? Ich? Australien. Ja. Da ist auch schön Australia, frisch aktuell. Da sehe ich ihn halt, dass er sich selbst ein bisschen findet. Mal schaut, was er jetzt für eine Ausbildung macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, also Maeve sehe ich nicht in Australien. Ich glaube, das ist ein bisschen zu warm für ihn. Ich will auf jeden Fall gleich Police Officer probieren. Maeve hat von uns wahrscheinlich an den wärmsten Orten. Vielleicht sehe ich ihn doch in Australien. Ich bin jetzt der neue Doktor im Dschungelcamp. Yo, Australien-Urlaub. Alter, das endlich alles mal die Orte angucken, die ich immer aus Geogesser kenne. Warum ist der Johnny? Maeves Urlaubsbilder, ist mir echt nicht. Die Reflexion ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber hey. Maeve, kannst du die Bilder hier einfach nehmen und auf Instagram posten? Und sag ich du hast Urlaub? Ein Batzen, dass du unterwegs warst. Oh shit! Das sieht so seltsam aus. Du siehst gar nicht aus wie du. Hey, ich hab Fully gesucht, aber. Riesiger Flachkopf. Das ist Maeve vs. Wild. Jo, hübsche Kette. Können wir auch einen Koala ihm geben? Straße. Ich will, dass Maeve einen Koala hält. Als Haustier. Ein paar Kängurus. Oder er wird jetzt ein Koala. Ich wäre für beides offen. Ist das deine Fassung, ne, Maeve? Ja, eindeutig. Tatsächlich. Gott, das ist so lebe brutal. Lebe ein neues Leben. Oh. Leute, was ist passiert? Einfach da ins Foto. Guck diese Kralle an dem Hals. Das ist auch ein bisschen, der bedroht dich ein bisschen, oder? Genommen. Ich werd bedroht, offensichtlich. Ich hab einen langen Hals. Ja, warum hast du gerafft, Hals? Man wirft mir vor, ich hab keinen Hals, also guck mal bitte, ja? Mori hat gerade voll gekräht. Muss der Koala gewesen sein. Oh Gott, auch eine fesche Frisur. Oh Gott. Der da oben ist ein bisschen komisch. Ja. Ist komischer Art geworden. Sind alle ein bisschen gezeichnet auf einmal. Ja, hast du etwa eine KI benutzt? Maeve ist ein Koala-Fan. Ich bin im Koala-Park und hab mir eine Koala-Mütze noch gekauft. Aus Echtfell. Oh, aus echten Koalas. Das wird hier selber abgebaut. Ich liebe die Tiere. So, wo wolltest du noch hin? Police Officer wollte ich nochmal sehen. Maeve in seine Police Academy. Police eingeben reicht ihm nicht, weil er schon gesehen hat, wie John die ganze Zeit zum Verbrecher wurde. Das war schon immer so ein Traum. Er war nicht der Verbrecher, oder? Nein, er war aber auch nicht der Polizist. Ja, ich war im Knast, Maeve. Ja. Okay. Ich hab lang gesessen, also ich lass jetzt nicht erzählen, dass ich nicht der Verbrecher war. Voll Pillow für die konnte. Ja, genau. N, Pillow. Die gewaltige Mütze, Maeve.
Jo. Oh, das ist ein Französisch. Oh. Das ist auch Französisch. Ich sag das mit Ohrringen. Das ist auch Französisch. Ich dachte, das mit dem unscharfen Hintergrund, der bei mir mal kam, das lag an daran, dass das Bild einen unscharfen Hintergrund hat. Aber nee, das ist generell eine Sache, die die KI macht. Das macht immer mal komplett. Wahrscheinlich, wenn es erkennt, dass es eine Landschaft ist oder so. Ja, das ist. Guck dich mal die Polizeimarke an, ist die aus Holz? Du siehst aus wie der Family Guy. er ist ein echter Polizist, ja. Peter auf dem Kostümfest. Ah, schade, dass man nicht Peter Griffin eingeben kann. Peter an der Wäsche, wir können's versuchen. Peter, ist es Spider-Man? Oh, mach ihn zu Spider-Man! Irgendwer von uns muss noch Spider-Man sein, aber wahrscheinlich ist es auch geschützt. Nee. Nein. Läuft. Die Ergebnisse können halt komisch sein, aber wir können es ja trotzdem versuchen an sich. Vielleicht wird man dann so wirklich so eine Spinne und so. Spider und Man. Ich glaube, wenn es gut ist, dann falle ich gleich vom Stuhl. Hä? Was? Du bist einfach ein normaler Peter, ja. Jetzt ist Maeve bei Mo. Oh, Maeve, was mit dem Tattoo? Jetzt ist Maeve in Dänemark. Maeve ist in der Mafia. Die Mavia. Family Guy vielleicht versuchen? Die Mavia. Nee. Peter Griffin, ach ja, Mafia kann ich auch nicht. Mafia geht auch nicht. Ah, kannst du nicht auf Italien dann sagen? Was, Muffin? Sizilien. Ah, nee, mach Muffin. Gentleman Italian oder Italian Gentleman oder irgendwie so. Ich meine, Sicily ist, woher die Mafia kommt. Do you know the Muffin Man? Mm-mm. The Muffin Man! Nein. Melf gönnt sich jetzt erstmal ein kleines Küchlein. Mhm. Oh, nice. Da hat er reingebissen. Ich hab mir Leute, sogar einen im Kopf. Ich bin ein Pancake-Fahrer, die sind auch Hüte. Die sind nur für mich. Maeve hat ein Blech Muffin zu uns gebacken. Vielleicht klebt er noch ein sein Blech. Vielleicht wird uns noch ein Glückspenny aufgeklebt und wird zu einem anderen ins Schaufenster gestellt. Das ist eine gewaltige Kaffeemaschine da hinten, da wird Fuli gleich bei dir einziehen. Ja, ich hab den Kaffee schon in der Hand. Der bringt gerade das Frühstück ins Hotel. Jo, wer ist dein Freund? Geh mal gleich mal aufs erste Bild zurück. Das sind die anderen Super-Homies. Der Hosenträger. Geh mal aufs erste Bild. Ich hab einen Muffin für dich. Aus meinen alten kaputten Brillen habe ich hinten so eine Dekoration an die Decke gehangen. Aus den alten Brillengläsern. Italian. Ich seh dich da in Konditorei. Gentleman. Ich meine, bei mir habe ich auch mal British Gentleman eingegeben und dann wurde ich einfach zu jedem Schauspieler von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, mit diesem Schal und dieser Mütze. Das ist doch Britain, oder? Oh. Ja, das sieht sehr italienisch aus. Mhm. Ja, die Mafia fühle ich aber nicht so ganz hier gerade. Die sieht wirklich aus wie mein Italienisch-Lehrer damals. Buongiorno. Du bräuchtest nur noch einen Schnauzer. Hat er das wirklich. Heißt guten Morgen, oder? Keine Ahnung. Ich dachte, das heißt guten Tag, aber... Oder ist Rom im Hintergrund? Oh, das ist ein Mafioso. Oh Gott. Was ist mit diesem Schatten über deinen Augen passiert? Das hast du dir einfach nur aufgesetzt. Sonst warst du über Flachkopf. Hier hast du natürlich groß bekommen. Was wir nicht vergessen sollten. Maeve hat sich jeden Tag mit Latex den Kopf ein bisschen vergrößert und 10 Bücher in der Bücherei ausgeliehen, bis sie es merken. Ja. Ich muss Maeve natürlich auch noch die Glatzen... Hast du die auch gelesen? Glatze geben. Ach, wirklich. Oh, nice. Okay. Das ist keine Glatze. Stark, Moggy. Alter, Maul. Maeve hat angefangen, in einer neuen Kultur zu leben. Ich hab Bolt eingegeben. Warum? Einfach Tante Ingrid. Oma. Was versteht das Programm gerade? Mogi, mein Junge, hier hast du einen 5-Euro-Schein. Ach, krieg ich auch einen? Aber nein, er ist die Hausaufgaben, Mann. Du hast eine 5 geschrieben. Oh. Die KI will dir keine Glatze geben. Was soll das denn? Warte mal, hast du Bold oder Bald geschrieben? Ich sehe jetzt nicht, ob es ein A oder ein A. Das ist ein A. Okay, dann ist es. Du hast gleich wie bei dir eingegeben. Ja, es ist zu klein für mich, ich bin blind. Fully hat's funktioniert, was ist hier los? Er kriegt Haare dazu. Vielleicht liegt's daran, dass vielleicht kann er Maeve nicht muskulös machen. Dann sagt's, nein, was mache ich jetzt? Ein Glatzkopf ohne Muskeln? Mach mich zum Wrestler. Ey, das bist einfach du. Die Brille passt einfach nicht zu Meister Popper, deswegen geht das nicht. Willst du am Wochenende Feier gehen, ne? Knabberst du manchmal an deinen Ärmeln rum? Scheinbar. Ich nehme nur einen Radler.
Sie geht auch auf Festival. Nee, Moment, ich bin ja in Hamburg. Ein Alsterwasser, bitte. Oh. Okay. Wer ist er? Na, da können sie dir Muskeln geben, aber eine Glatze können sie dir nicht geben. Wo ist dein Hals? Ja, das soll ich weg. Das sagst gerade du. Nippel oder nur haarig? Das sind sehr interessante Nippel. Sag ich doch. Was, hab ich keinen Hals oder was? Ja, auf dein Bild dazu keinen. So. Jo. Nee, das mit dem Wrestler, das klappt auch nicht so ganz. Nee. Nicht so wirklich, nee. Wollen vor allem nicht die ganze Zeit zum weiblichen Wrestler machen. Lass ihn noch die ganz großen Pötte fahren. Ich sehe ihn als Captain. Oh. Der Captain? Mit welchen Patenten, Iglo. Maeve? Welche hast du? Moment. Wie hat es gesagt? B, D, und die 6 oder so. Stimmt, der Buchstabe gesagt A, B, C und die 5 oder? Ja, irgendwie so. Oder die 6. Und du? Ja, das ist ja geil. Keine. Das ist so ein Pfeil da hinten. Bist du beide gegriffen, Maeve? Da hat er gerade einen Hai erlegt. Was ist das hier? Ja, soll doch mal jemand sagen, dass Maeve keinen Hals hat. Der wird aber gut, ganz schön viel Hals, ne? Gut geschützt im Küstenwind. Ein beeindruckender Hals. Ist das der Big Ben? Nordsee. Ja, irgendwie so. Nee. Am norddeutschen Strand. Sind die Fische im Wasser. Ja, moin, moin. Das ist der Und selten der an Land. Warum hast du die Haare? Warum hast du deine Haare um deinen Hals? Ja, stimmt, das ist frische Brise hier. Du musst dich schützen. Dein Hals ist, der muss immer geschützt sein, ich merke das schon. Ja. Nee, die Haare wachsen da. Die hat er nur nach oben gekämmt. Okay. Das ist wie Bayonetta. Die Daumen. Okay, was wollen wir jetzt nächstes verwenden? Ja, jetzt kommt die Ersatzbank. Ersatzbank? Ja. Welches, das gezeichnete oder das? Die realen erstmal. Das reale erstmal. Das reale erstmal. Das gezeichnete wird wahrscheinlich super seltsam. Ja. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Nehmen wir jetzt einfach alle vier Gesichter und packen. Und machen die so nebeneinander am besten. Oder? Oder wir lassen sie so und gucken, was, ob wir so im Kino oder in irgendeinem Stadion so alle irgendwo. Oh, das können wir auch versuchen, ja. Stimmt. Auf einer Party. So oder so, ich werde sie mal alle rausschneiden. Shit. Ja, aber. Aber? Ah, nee. Aber? Ja, ich dachte gerade. Richtig aus. Er kann sie auch verbinden, noch zur Not. Das mache ich ja dann auch. Das ist der Plan. Da muss ich die Tasse mitnehmen. Ich kann auch noch ein besseres Bild raussuchen. Nee, schon okay, schon okay. Ich mag Herausforderungen. Ja, dann wird Fully so an so einem Milchshake nippen oder so. So, oh, oder was werden sie mir an den Mund kleben? Oder einfach Popcorn. Oh Jungs, ich hab das Popcorn schon leer. Straight aus der Dose. Okay, jetzt wird spannend. Die sind so unterschiedlich groß. Clown. Was? Okay. Okay. Würdest du das Größenverhältnis erkennen? Ja, oh Maeve, du hast ein großes Gesicht hier. Ja. Oh, das wäre ein Emote wert eigentlich von dir. Hör den Blick an. Meiner ist ich habe noch 8 Slots frei, kann ich rein. Das ist ein ganz normaler Gesichtsausdruck. Okay. Ich glaube, damit kommst du nicht zurecht. Mach mal Fully. Audience oder so. Ich trinke heimlich, okay? Richtig. Warte, grillen. Nennt man es einfach Barbecue. Ist auch schwer zu schreiben. Ja. War das mit C oder mit Q? Ist bestimmt mit französisch. C? Ich glaube mit Q. Nein, mit C. Nee, mit C. Nur die Abkürzung ist BBQ. Ist die Barbaren? Ich weiß, weil du, ja. Ist die Barbaren? Warum oder? Ist die Abkürzung denn nicht BBC? Hä? Erklärt mir das mal. Oh. Okay. Jungs, wie sind wir auf den Grill gelandet? Ich glaube, wir müssen unsere Gesichter nehmen. Wir haben einfach so Ausweisfotos. Machen wir unsere Gesichter also auf eine Ebene vielleicht. Ja. Vielleicht kommt er damit nicht klar, dass wir so weit auseinander sind. Ja. Dann kommt noch der Fully da. Ja, der Fully geht ganz. Den musst du geht ganz Platz links. Lassen. Ja. Der braucht ein bisschen mehr Platz. Hi, Jungs. Komm, Johnny kann auch ein bisschen größer. Du kannst eigentlich auch noch ein bisschen größer. Aber gut. Oh, yeah. Ja. Ja, so ein klein wenig kannst du. Okay. Ein bisschen.
Morgis Gesichtsausdruck ist auch super. Mal gucken, wie das funktionieren soll. Ja, Morgi ist jetzt halt im Vordergrund. Aber Morgi ist richtig glücklich in dem Bild. Okay, was, wo wollen wir hin? Morgi da jetzt sollten wir uns auch eher rund ausschneiden. Barbecue oder Barbecue Party oder so? Da einfach Baseball Audience. Einfach nur Baseball. Guck uns ein Spiel an. Jetzt werden wir die Bälle. Hab ich den Baseball da in der Fresse oder was? Ja, voll in den Foulball. Gerade Lucas schon am Milf auf jeden Fall. Hey. Oh, ein Foulball. Hat er mit dem Mund gefangen. Ey, er trägt wirklich. Stimmt. Aus so einem Becher. Okay, es macht aber auf jeden Fall mehrere. Wer ist der Typ? Das ist doch der große Bruder von Raven. Ich mach einfach mal happy. Dieser fucking Typ. Und Fully mit dem größten Becher der Welt. Einfach aus so einem KFC-Bucket trinken. Ich hab Bier auszutrinken, Jungs. Naja, in Fullys Größe ist halt ein normaler Becher. Ja, oh, da ist eine Tasse draus geworden. Warum haben wir immer so diese weißen Linien in unserem Fully, wer ist da bei dir? Ja, weil das irgendwie mit diesem Viereck nicht klarkommt. Mach mal rund. Morgi, deine Frisur. Ja. Die schick, die schick. Rufio. Ah, also nee, du hättest ruhig die nehmen können und dann nochmal rund. Oder? Ne, ist nicht so einfach. Ja, uns alle zusammenzutun ist natürlich. Das schaffen wir nur wir selber. Irgendwie vielleicht wegen den unterschiedlichen Settings kommt ja auch nicht klar. Also weil das Originalbild auch diese Kisten hat und so. Also die Boxen. Vielleicht packt er uns deswegen immer da rein. Weiß nicht, ob er darauf noch Acht nimmt. Ich meine, wenn eine Erklärung, warum er uns immer in solchen Nimm dich in Acht. Verpackt. Ich mache es auf jeden Fall einfach mal. Noch ein gutes Stück größer auf jeden Fall. Ach, willst du nicht größer machen noch? Nee. Okay. Kann schon ruhig mehr Platz haben. Soccer. Nein. Katara. Man kann auch gar nichts eingeben. Katana. Katana. Ich hab Katara gesagt. Wir gehen ins Schwert kämpfen. Okay. Oh, wir sind wer gewinnt? Ach, war vielleicht das Weiße aus drüber, der Hintergrund noch da weiß ist? Vielleicht kriegen wir so Fechtmasken? Okay. Jetzt ist es zu rund. Der macht immer, anstatt da irgendwie organisch mit umzugehen, orientiert er sich an diesem Runden. Der weiße Hintergrund. Okay, das Weiße habe ich jetzt im Hintergrund weggemacht. Ja. Ja. Du kannst Coffee auch generell mal als neues Bild einfügen, vielleicht. Da ist ja noch eine fünfte Person. Schön. Wer ist das? Oh Gott. Du bist doch eine sechste Person. Was ist das überhaupt für eine Sekte gerade? Kürbisköpfe. Eine Katana-Sekte. Ja. Du kannst mich gleich. Mein Gott. Du kannst gleich auch mal nichts eingeben. Wir sind der Kaffee. Wir sind die Kaffee-Art. Gib mal gar nichts ein und lass mal Adobe sich was aussuchen. Wenn die Baristas sich richtig was einfallen lassen müssen. Oh, das geht, wenn man nichts eingibt, okay. Ja, anstelle von vom falsch geschriebenen Namen kriegst du jetzt immer ein Foto von dir auf deinem Kaffee. Ich denke mal, Adobe macht jetzt das Bestmögliche. Mal sehen. Latte Art. Oh shit, was haben wir hier gemacht? Das ist ein Osterfeuer oder so. Fully mit seiner Tasse. Er genießt es so wichtig, sehr. Die ist wichtig. Oh. Ja, aber leider funktioniert das jetzt nicht so gut, wie wir gehofft hatten. Ne? Ja, passiert. Nee, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so gut funktionieren wird. Sind wir vielleicht ready für die gezeichnete Version? Ich meine, das ist zumindest ein zusammenhängendes Bild. Das ist cool, wenn wir so Renaissance-Painting rausmachen. Probier das vielleicht mal. Wie? Never. Ich kann es doch machen. Was soll ich eingeben? Einfach Renaissance. Oh Gott. Renaissance. Ich glaube, Johnny ist gerade abgestürzt. Das ist schon ja, okay. Ich glaube, das ist verschwunden. Wundert mich, dass Fully nicht abgestürzt ist, nachdem mal gucken, der Dose aus der Tasse. Mal gucken, ob er jetzt aufgrund des Hintergrunds auch noch was macht. Mhm. Nein, ich hab noch Kaffee in der Tasse. Bei mir ist noch nichts am Abstürzen. Nee, es funktioniert halt nicht richtig mit den vier Gesichtern.
Nee. Irgendwas irritiert den massiv. Du kannst unsere Gesichter austauschen lassen. Nee, warte, wir machen. Ich werd mir einfach jetzt eine bessere Gruppe für den Podcast holen. Okay. M sind wir gefeuert? Schreibt denn der M? Wer ist M? Ach, der. Keine Ahnung, im Streamer-Modus. Der My Flash. War zu viel wert, für mein Internet. Verständlich. Wow. Er ist wieder in der Renaissance. Ist es ein kleines M oder ein großes M? Kleines M. ich weiß nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, der neue Podcast ist nicht so stark. Nee. Ich würde sogar sagen, das ist eher sehr seltsam. Irgendwie dieses Bild, das packt er einfach nicht. Der den Kopf einfach verlängert hat. Okay. Morgi, wer sind die? Morgi, warum hast du uns ersetzt? Wer sind die denn? Die machen mir Angst. Ist der in der Mitte dein Vater? Wollen wir mal alle eine Glatze, nur du nicht. Das ist die Frage. Ey, das Alter kommst du auch noch. So, ich habe auch noch ein Bild von mir rausgesucht. Das ist stark. Das ist auch sehr viel höher aufgelöst. Kannst du Hintergrund entfernen machen? Klappt das? Das ist nicht nötig. Na gut. Das macht eh nur so ein bisschen grob das, was man ausgewählt hat. So. Mach Cooking Show oder so rein. Weil du hast ja die Gabel in der Hand. Schmackofatz. Let him cook. Schmackofatz wird er leider nicht erkennen. Das ist deutsch. Traurig. Obwohl, eigentlich ja nicht. Dann melde ich mir irgendeinen Tweet ergeblich. Geschickt davon. Ja. Kann ich gleich. Ach, mit seinem Wissen prallen. Ach, das war von Maeve der Fun Fact. Ja. Maeve hat den Fun Fact vergessen. Nee. Irgendwas aus Polnisch. Ja. So. Ja, ungefähr das, womit man rechnen würde. Ja. Würde ich sagen. Schade, dass sie dir kein Pilot. Essen vorlegen. Ja, warum hast du deine Gabel in der Hand? Willst du uns alle gefährden? Nudelsalat Will mir jemand gerade eine klatschen? Ja, stimmt. Ja. Hallo, darfst noch nicht essen. Ist noch nicht fertig. Der hebt ja gleich ab. Ich hab doch noch Mittagspause. So, jetzt gehen wir zum Friseur, zum Hair Saloon. Oh, shit. Ich habe zuerst Herr Salat gelesen. Und Salat, das yeah, kann ich auch machen. Wie hat's geschmeckt? Hast du Haare auf den Zehen bekommen? Du bist auf jeden Fall der Haare in eine Snackbox gepackt hat. Also. Nee, ich krieg keine Haare. Nee. Doch, da sind ein paar Stoppelchen. Ein bisschen, ja. Ja. Und hinten steht es ein bisschen ab noch. Maeve will die KI keine Glatze geben und mir will sie keine Haare geben. Manchmal gibt sie die Haare. Da sind die Gene zu stark. Komm schauen. Ich meine, mehr oder weniger. Och. Sind das die Extensions? Nee, das wird nichts. Ah, das kann man noch machen. Vor allem mit einer Gabel. Nee, da fällt mir nicht mehr wirklich was ein. McDonald's. Ah, oh, okay. Oh, wir hatten McDonald's. Noch... Wer isst McDonald's mit Gabel? Wir hatten natürlich noch den Fully. Ja, das Bild ist alt. Da werde ich einfach den ganzen Fully gleich markieren. Wo wollen wir ihn hinstellen? Pisa. Ich meine, ich stehe ein bisschen schief und dann bin ich beim schrägen Turm. Schiefenturm. Ja. Okay. Pisa. Das ist aber nicht Pisa. Hast du das Pizza geschrieben? Ja, Alter. Ja, und ihr wollt nach Pisa und der kommt nach Pisa, okay? Ich mache einfach Werbung. Ich habe das Gefühl, man sollte nicht nur einfach viel rausschneiden. Pisa. Wann habe ich einen Zauberstab in der Hand? Nee, warte so mal, eine Art Pizzaschneider sein. Eine Art Pizzaschneider. Okay. Verstößt gegen Nutzerrichtlinien. Scheinbar darf man nicht nach Italien, ne? Okay. Das ist okay.
Gott. Was heißt Spielplatz? Playground. Playground. Oh nein. Der Folie wird jetzt ein bisschen rutschen gehen. Oh Junge. Oh shit, Moggy. Ist die Auswahl noch umgekehrt? Wir wollten dich noch... Nein. Nee. Wir wollten dich noch zur Ballerina machen, Moggy. Ich mag den neuen Folie nicht so sehr. Nee, ich mag den auch nicht. Ja, das ist mir lieber. Was wollten wir, Maeve? Wir wollten dich eigentlich noch zur Ballerina machen. Aber vielleicht können wir Folie auch zur Ballerina machen. Oder ich würde gerne meinen Bilder nochmal machen. Ist so komisch, ich trage so lange schon den Schnauze, mich jetzt mit Vollbart zu sehen, das ist seltsam. So lange ist das jetzt auch nicht her. Also, dass du noch nicht den Schnauzer getragen hast. Oh Gott. Nein. Oh, es kommt gar nicht zurecht mit diesem, dass da kein Hintergrund ist. Stimmt, ja. Stimmt. Das ist ein bisschen nervig. Mach einfach einen schwarzen Hintergrund. Ja. Was tust du? Einen Hintergrund machen. Shit. Du hast ein Füllwerkzeug. Ich... Hä? Das ist der Radierer. Ah, oh, das ist der Radierer. Ach ja. So. Ach, so ist gemacht. Ah. Ich markiere es einfach selber von Hand. Okay. Das war auf jeden Fall Ballerina. Clever. Okay. Was ist mit John jetzt eigentlich? Hat er keinen Guthaben auf dem Handy oder was will er uns gerade erzählen? Er ist gestorben. Dass sein PC runtergefahren ist oder so? Na, er ist wieder beschäftigt auf Discord. Stimmt, er ist wieder da. Oh Gott. Oh, okay. Fully. Nee, ich weiß nicht. Weiß nicht ganz, was ich von Ballerina Fully halten soll. Vor allem, er hat sehr stark ausgeprägte Venen an den Haaren. An den Armen. Ja, vielleicht müssen wir Ballettdancer machen oder so. Oh. Nee, ist schon eine Ballerina. Was passiert denn mit meinen Haaren? Das sind die größten Geheimratsecken der Welt. Naja, ja, Fully. Du hast ja noch gar nichts gesehen. Nee, die sind so groß wie Johnnys. Oh, der Arm hinten. Ja, der sieht falsch aus. Faltige Hand. Oh. Oh. Okay. Ich gebe aber eine gute Figur ab, oder? Fully will gerade nicht hier sein. Dafür habe ich mich nicht angemeldet. Ah, wo können wir Fully noch hin? Wir versuchen nochmal... Das habe ich bei mir einmal gemacht und wir schicken ihn einfach zu Dinosauriern. Oh. Ich hätte sonst Musiker oder Rapper noch gemacht. Oh yeah. Ich bin zurück. Er ist zurück. Wart ihr nicht weg? Nee. Oh, das ist ein starker Bart, Fully. Kann das sein? Bei mir war nur Discord weg. Alles hat funktioniert im Browser und Yo, die Frisur! Ja! Euer Hockey macht manchmal Bilder, wo er genau so drauf aussieht. Das war gerade so seltsam. Ich hab gedacht, ihr seid auch raus, weil bei mir hat YouTube noch funktioniert, Twitter. Nö. Wir sind hier. Discord nicht. Discord am Handy hat auch nicht funktioniert. Discord im Browser hat nicht funktioniert. Du hast nicht funktioniert. Grund, warum selbst nicht über selbst. Sogar mit einem anderen Account. Hat es nicht funktioniert. Oh Gott. Das ist merkwürdig. Das ist Yoshi. Ist der Glatzenfully wieder. Ich wollte ihn nicht. Ich mag es, dass wenn man Dinosaur eingibt, dass dann automatisch dieser Neckbeard entsteht. Das ist, und der kann Mori, einfach nicht weggehen, der ist überall ich da. Ich muss mich verwandeln. Genau, was können wir aus Fully noch machen? Hier, musischen. Genau. Oder Rapper. Rapper wollte die aus Fully machen. Ich meine, wenn, dann wollen wir schon was Interessantes sehen. Wir wollen ja nicht einfach nur Fully mit der Gitarre. Ich hab dir übrigens auf WhatsApp geschrieben. Also ich schon. Gefunden. Ist Discord nur bei mir da? Yo!
Ich drop mein erstes Mixtape. Yeah! Yo, das ist mehr meine Statue. Oh, das ist stark. Das ist der Tattoo. Was mixt du da an? Der Kaffee. Bart schon wieder. Oder ist oh, was ist dieser Bauchnabel, Fully? Das ist ein Auge, das, ey. So bin ich geboren, okay. Ja, ich meine, eigentlich du nicht. Man wird eigentlich ohne Bauchnabel. Also die Form hat er nach der Geburt erst angenommen. Nein, hör mir zu. Das ist voll interessant, man wird ohne Bauchnabel geboren. Ich würde ja auf meine Uhr gucken, wenn ich eine hätte. Siehst du hier meine Rolex? Nein, ich auch nicht. Siehst du? Wieso fragst du mich nach der Uhrzeit? Siehst du hier eine Uhr? Deine Zeit ist wohl abgelaufen. Weißt du, wie spät es ist? Zeit, um sich eine Uhr zu kaufen. Yo! Was ist das denn? Ist das ein Radio gewesen, Alter? Jetzt haben wir wieder den. Das ist ein Ghetto-Blast. Jetzt haben wir wieder den weiblichen Fully bekommen. Der kommt ab und zu mal, ja. Haben wir sonst noch was für Fully? Wir wollen zum nächsten Bild übergehen. Eiserne Lunge. Ja, und Iron Lung? Ja, und was ist? Ja. Oh Gott, das juckt ja grauselig. Der fucking eiserne Po. Oh. Okay. Nee, ich glaube, die. Was ist mit diesem komischen Bart jedes Mal? Warum saugst du deinen eigenen Bart ab? Was klebt da? So mache ich sauber. So frisiert er sich. Also, ich hoffe, dir geht's gut, Fudi, aber die Glatze steht dir wirklich. Ja, der Glatze wird sehr oft ein langer Bart irgendwie dazu gemacht. Nee, Fudi bekommt gerade nur einen langen Bart. Weißt du, was ihn komisch ist, weil der Bart immer eine andere Farbe Glatze hat, als der, den er tatsächlich hat. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe eine Glatze gesehen gerade. Ja, aber den Bart hat er jedes Mal bekommen. Ich hab mal... Was ist das? Ich hab mich durch Maschinen ausgetauscht. Also, das, was mir zuerst ins Auge springt, ist jetzt nicht der Maschinenarm, Fully. Meinst du die haarige Brust? Sieht ein bisschen aus, als hättest du so eine Umhängetasche aus deinen Brusthaaren. Muss ich das Fully Wollpullover dreht. Boah, mir ist immer so warm im Sommer. Hast du das Metallding um den Hals gesteckt? Ich hab keinen Hals mehr. Okay, wollen wir die Zeichnung gehen? Ja. Ich will aber nicht alle Gesichter machen, weil es kommt eh noch Scheiße bei raus. Wer will? Ach ja. Schade, es ist ja cool, wenn wir einfach unsere Körper so ausschneiden könnten. Alle vier. Maeve will. Ey, jeder war zweimal dran, nur Maeve noch nicht. Das ist, ich finde das angebracht. Ja. Okay. So, Maeve, wo würdest du gerne hin? Das könnt ihr euch ausdenken. Ich bin ja hier schon. Mach mal Fairy Tale. Also ich mach einfach nur Cartoon. Okay. Geht auch. Jungs, ich gehe jetzt auf Reise. Wohin? Nach Lendell. Ja. Okay. Okay. Oh, wer ist der Typ? Ist das ein Klon? Ich meine, es funktioniert halbwegs, aber Es funktioniert ein bisschen, ja. Es versucht, den Artstyle weiterzuführen, auf jeden Fall. Und der schicke Ohren hast du da bekommen, Maeve. Ja. Ich bin ganz Ohr hier. Er hört alles. Das ergibt keinen Sinn. Warum machen die dieses zweigeteilte Bild immer? Wenn nichts einfällt. Ja, nee. Na, das kann auch irgendwie nicht so. Nee. Schicken wir Maeve lieber in den Dschungel. Und schauen, wo er denn rauskommen wird. Ich weiß auch nicht, wie aufwendig das für ihn ist, wenn wir so mehr schreiben, wie sitzt auf einem Holzstamm. Ja, können wir machen, aber da kommen, wenn man mehr Sachen eingibt, dann, keine Ahnung, nimmt er gefühlt eh nur das erste Wort davon. Er ist in einem Holzstamm im Dschungel. Nee, da wird der Arzt ja gar nicht angeglichen. Nee. Schade. Ja, schade, das geht nicht so richtig. Wenn das lieber wieder mit deinem Gesicht oder so rumspielen. Hast du noch ein Foto schnell von dir? Ja, ich hab noch, ich meine. Ich denke, damit haben wir mehr Spaß. Das nochmal. Ja, der kann halt realistische Sachen. Ah, stimmt, du wolltest dich auch noch so Ballerina machen. Ja.
Na, ich nicht, aber ihr wolltet das. Kannst du einfach ein Professor werden. Warte, Ballett, das Ballett hast du doch vorgeschlagen. Na, es war Maeve. Das war Maeve, ja. Ist halt eher sich Hättest du gewusst, wenn du da gewesen wärst, Johnny. Aber warst du nicht. Hm. Okay. Nee, ich glaube, der Bart ist da ein bisschen... Was zum Fick? Was war das denn? Was? Ich glaube, der Bart ist da ein bisschen im Weg. Das funktioniert nee. Den ignoriert er auch komplett irgendwie. Das ist kein Bart. Warum bekomme ich nur... Okay. Warum bekomme ich nur den Körper von kleinen Mädchen? Ja, und dafür kriegst du rote Haare diesmal. Oh Gott. Wir haben noch eigentlich nach der guten Wurst gesucht dieses Mal. Das ist eine Sache, die schnell nachgeholt werden muss. Denn ich habe gerade einen gewaltigen Appetit. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ja. Kannst du mal anbieten. Ich könnte essen. Das ist ein gewaltiges Ding. Das sieht aus, als hättest du aus deinem Raptor eine Wurst gemacht, einfach. Das ist der gleiche Hintergrund irgendwie. Oh Gott. Ich habe immer eine Salami bei mir. Warte mal, ist deine Mütze auch aus Salami? Naja, aber die ist in Salamiöl getränkt. Einfach ein Torso aus Wurst. Ein Torso aus Wurst. Die ist so schwer, die muss doch oben befestigt werden irgendwo. Die ist sehr schwer, das kann ich dir versprechen. Das ist einfach nur, wie ich stolz du die Kamera halten würde. Ja, die nehme ich. Oh, was hast du? Eine Speckmütze. Ja, oh ja, wenn wir im Speck sind. Kühl. Aber der Bart ist nicht schlecht, Bucky. Oh ja, nur ein paar Jahre bis dahin, dann sieht's auch so aus. Ich glaube, nur die Speckmütze sollte ich nicht tragen. Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Idee. Na, das ist natürliches Gewürz, was dran kommt. Heute gönne ich mir aber was. Die Haare. Warum wird das immer so riesig gemacht? Was soll das für ein riesiges Tier gewesen sein? Das ist nur der Bauch. Hast du ja schon reingeknabbert? Drum. Das sieht vor allem aus, als würde er gleich irgendwen verheiraten damit. Also, ich weiß, wen ich heiraten würde auf dem Weg. Wer hat hier den Serrano-Schinken bestellt? Ey, das ist kein Chicken-Drum. Auch ziemlich das groß. Ist ein Chicken. Und das ist ein Drum. Deswegen geben wir nicht mehrere Wörter ein. Es kommt einfach nichts mehr raus. Irgendwie nicht. Hübsche Mütze, by the way, oder sind das deine Haare so ein bisschen verfilzt? Beides. Oh, Moggi, ich weiß, wir hatten das schon, aber ich würde dich auch gerne mal im Dschungel sehen. Okay, gleich. Ich gebe mir erst ein bisschen Schokolade. Ich hoffe, es kommt nicht wieder das gleiche wie bei Johnny. Ich habe das Gefühl, mit deinem Bart hat das Potenzial. Du hast einen Helm. Oh, du hast so einen Tron-Helm aus Schokolade. Ja. Wie bist du da reingekommen? Diese Haare stehen ja aus irgendeinem Grund. Das hattest du schon mal, diese Frisur. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie. Gurkensohn? Ja, irgendwie sieht das nach dir aus. Du sahst bestimmt aus, bevor die ausgefallen sind. Nein, du weißt, es gibt auch Videos, wie ich aussah. Oh Gott. Oh, aber das ist schon künstlerisch. Oh. Okay. Wo sind meine Arme? Und jetzt im Body. Das hast du also so doch Axt-Chocolate-Man genommen. Ja, da will man doch gleich mal reinbeißen. Da würde ich reinbeißen. Die Kuchenteigmütze und die Kakaoberge im Hintergrund, das hat einfach alles. Fully, guck nicht so lange hin, kriegst Diabetes Typ 2. Oh nein! Oh. Okay, gehen wir in den Dschungel. Einfach die Kakaoberge im Hintergrund. Was hast du auf der Stirn? Du hast da Scheiße im Gesicht. Was passiert? Oh, du bist bei. Ich bin der Sound. Holt mich hier raus. Hat einen gewissen Neandertaler-Look, muss ich sagen. Mit dieser komischen Stirn. Ja, die Wulst.
Ich find's immer wild, dass man so Tattoos ganz oft bekommt, einfach. Ja. Tattoos. Ich dachte, er macht deinen Bart Tattoos, noch ein bisschen länger. Nee, einfach, irgendwie sehe ich einfach nur aus wie ein Freak im Dschungel. Vor allem, das eine Blatt ist einfach in deine Brust reingewachsen. Beim Bild davor. Er hat sich lange nicht bewegt, okay? Du bewegst dich gleich nicht mehr. Okay. Oh, ich will noch ein Barbecue machen. Sei bloß vorsichtig. Ja. Was mit dieser Stirn? Was soll das denn? Warum bekomme ich eine Monobraue? Vielleicht weil du die Cappy. Der hat wirklich Probleme mit deiner Stirn, ne? Er findet halt deine Stirn nicht. Deswegen ist Mocky auch so sauer. Aber sonst gibt er mir immer eine Mütze dann einfach. Ja, diesmal hat er keine Lust. Passt wohl nicht zum Dschungel. Was? Da habe ich eine Mütze. Das war eine Barbie-Mütze. Was ist das denn? Oh, da wollte ich schon immer mit. Warum bin ich im Grill? Und warum ist alles verbrannt? Gegrillt werden. Das ist alles verbrannt. Ja. Sieht das überhaupt nicht lecker aus. Du bist doch aufgepasst. Was ist das überhaupt für eine Mütze? Mythos of Gaming Roasted. Ganz mal endlich aus dem Grill raus, oder? Ja, ja, so das. Ist das ist meine Größe. Das ist eine leckere Raupe. Erstmal ein paar Tomaten. Ja, warum ist da eine Raupe drauf? Schleimig, jedoch vitaminreich. Zicke Frisur. Aber Morgi so. Oh, kann man sie sehen lassen. Aber warum sitzt du immer im Grill drin? Keine Ahnung. Es war. Ich dachte auch, dass es sinnvoll wäre, auf der anderen Seite vom Bild zu sein, aber. Beziehungsweise vom Grill. Oh, passiert? Oh. Was hast du gemacht? Hast du Spider-Man? Nee, ich sollte nicht Spider eingeben. Gib Spider-Man ein. Nee, da kommt es gleich wieder. Man, raus. Spider. Mach Spider-Man. Ich kann einfach Man eingeben. Da würde ich. Man. Wieso sollte das gleiche rauskommen, wenn du Spider-Man eingibst? Ja. In einem Wort, meine ich. Tut, was immer eine Spinne tut. Das ist eine Männerfreundschaft. Nee. Das ist ein gewaltiger Mann. Das ist viel, Mann, ja. Das ist viel. Wie stehe zu dieser Frisur? Das solltest du auf Tinder reinmachen. Zu Vino sag ich Nino. Ja. Schau ich an, das ist doch ein sympathischer Kerl. Das ist der neue Schwiegersohn. Oh, was heißt Schwiegersohn? Oh shit. Son-in-law. Ja. Ja, das ist auch wieder zu viel. Das ist der Spider-Man. Du bist eher Thor. Wie, was? Okay. Okay. Das ist weder Spider noch Man. Das ist einfach nichts. Also überhaupt auf der Stirn. Beim ersten hattest du, glaube ich, zu Spinnenweben am Bauchnabel. Ja, da war irgendwie. Du hast Spinnenweben auf der einen Seite. Okay, aber vielleicht Superhero. Hä, warum wird bei Spider-Man, warum kommen die ganze Zeit nur Frauen raus, hä? Man hat doch Spider-Man eingegeben. Ich habe nicht Spider-Woman eingegeben. Ja. Was hab ich jetzt eingegeben? Ich hab's vergessen. Das ist ja nicht das Doppelchromosom. Ja, Superhero. Nee, die KI will mich gerade weiblich sehen. Ah, ja. Mit Bart. Alles aber gut. Das ist Captain Justice. Das sieht aus, als würdest du so Möbelkraftwerbung machen. Der Möbelman ist da. Das ist sein neues Umzugsunternehmen hier gerade. Oh, man kann auch ganz simpel einfach mal Businessman oder so eingeben. Ja, das ist doch lame. Ja, warum? Sie meinen kein, irgendeinem Anzug. Kein Cape. Die Frisur. Ist das gleiche. Warte, ich will jetzt vor. Ich will den Johnny nochmal versuchen. Oh. Was machen wir mit Johnny? Du kannst es auch mal drehen, das ist ein bisschen. Ja, genau, deswegen. Das ist besser. Wo wollen wir Johnny hinschicken? Hospital. Hospital. Ich kann sonst auch ein anderes Bild von mir einfach kurz raussuchen.
Ich hab viele. Nein, ich will bei dem bleiben. Okay. Nein, das ist gut. Ich schick dich jetzt ins Krankenhaus, Johnny. Johnny, ich hoffe, dir geht's dann besser. Und wir müssen ihn noch ins Weltraum schicken. Ins Weltraum? Ja! Yeah! Space! Sicher, dass du nicht dieses Bild von mir benutzt? Ja, es hat keinen Hintergrund, das ist nervig. Wait, das ist doch perfekt. Was machst du überhaupt, Johnny? Die sieht nicht so glücklich aus. Oh, die sieht aus, als hätte sie ein neues Gesicht bekommen. Wer ist das denn? Ich arbeite hier, aber ich bin auch krank. Ich arbeite hier, aber ich bin auch krank. Also gib mir Schmerzmittel, verdammt. Oh, was ist denn mit meinem Kinn passiert? Damit kommt es auch irgendwie nicht richtig zurecht. Space. Der gute Space. Weltraum, Johnny. Mal schauen, wo er uns hinbringt. Johnny im Weltraum. Ich wäre jetzt. Das sieht einfach nur aus wie Johnny. Space in Raum. Das war einfach ich vor ein paar Jahren. Shit, wie nennt man Space noch? Outer Space? Ja. Universum? Yeah. Universe? Ja. Aber in welchem Jahr sind wir doch gerade? Du bist doch schon im Universum. Ja. Oh shit. Yo. Oh. Oh shit. Die haben einfach, an alles gedacht, sogar die Nippelkamera. Ein Fenster für die Nippel. Alter, so sassy. Eine Runde am Posieren. Sag mal, ist das dein Körper oder hast du? Ich sag's mal so, wenn du Johnny loswerden willst. Hast du was machen lassen? Dann sollst du den Kristall rausreißen. Oh, das ist dieses Teil, was Tony Stark da immer. Stork. Der gute Thomas Storch. Slime. Hast du da einen Schinkenschal? Irgendwie schon. Er freut sich aber trotzdem hier zu sein. Oh, Schleim geht nicht. Für den Geruch. Warum nicht? Fühle ich mich wie zu Hause. Komisch. Ich im Schleim, das wär's doch. Oh, Galaxy könnte ich eingeben. Oh, das wäre so passend, weil es ja von Mario Galaxy war. Ich sollte Galaxy eingeben, so passend, weil es war auch von Mario Galaxy, das Thumbnail. Stimmt. Warum haben wir nicht Galaxy eingegeben? Okay. Was? Wo kommen die Haare her? Was? Hä? Jonas, der Mond. Jonas, bin ich und mein Freund der Mond, was geht? Kann ich dir den Mond vorstellen? Aber hübsche Friese steht dir. Ja, oder? Solltest du so wachsen lassen. Die könnte ich aber echt tragen. Ein bisschen weniger feminin, aber. Ich stell mir das so in der Werbung vor, wie du jetzt nach links und rechts einfach so deine Haare wirbelst. Jo! Oder jo. Alter! Das ist alte Hi. Frau. Ich bin so alt wie das Universum. es ist so eine alternative Rosalina. Ich bin die Mutter der Sterne. Frag mich doch nicht. Wo kommt das denn alles her? Frag mich nicht, was mit meinem Gesicht passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist so komisch. Okay, Maeve hat noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch. Ja, das mach das einfach mal Käse. Das Maeve rein. Mach irgendwas mit Käse. Okay. Packen wir Ricky ins Käseland. Das ist der Plan. Und dann will ich, glaube ich, am Ende nochmal gerne Snackbox machen. Yeah. Er wird einfach nur in so einem Käserad oder in so eine Scheibe aus dem Loch gucken oder so. Oder er wird, Das ist meine. Oh, ich weiß nicht, ob der schon fertig gereift ist. Ich wollte hier nicht fotografiert werden, während ich hier bin. Oh. Ja, hier macht sich gut als Käse. Ja, das ist. Als Käse. Du meinst als Meier. Drei Rollen also. Oh, also. Wir sollten Ricky als Bäcker machen. Warte, Ricky war Bäcker. Ein gewaltiges bisschen. Deswegen ja. 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 Da passt er rein. Was kann man ins Brot verkaufen? Oh, so ein riesiger Käse. So sah Ricky auch immer aus. Da frischer Zopf. So sah er wirklich auf einem Bild aus. Ja. Stimmt, ja.
Woher weiß die KI das? KI weiß einfach Bescheid. Die weiß es einfach. Okay. So sehe ich ihn auch. Ja. Ja. Okay, warum ist wenn das wir so schon vertraut? Dabei sind. Das hat man schon so oft gesehen. Okay, neue Snackbox-Zeit. Oh, machen wir dieselbe nochmal? Ja, ist ja egal, weil, ja klar, machen wir dieselbe nochmal. Geht hier um den Inhalt. Ja, stimmt irgendwie. Ich nehme mir die Chips. Nicht schon wieder. Okay, dann nehme ich die Snacks. Bin ich mal gespannt, was du reinwirfst. Besser so. Die ist man immer als erstes. Ich wollte gerade sauer werden, Mogi. Ah, warte, ich habe gar keinen. Was will ich denn reinpacken am besten? Ich habe eine Idee. Ich auch. Ich auch. Highballs. Oh, nee. Lecker. Was? Knacken bestimmt, wenn man drauf beißt. Habe ich aber auch. Ein bisschen. Habe ich tatsächlich aber auch zuerst. Gar kein Unterschied zu den Oliven von der letzten Folge. Ja. Ist bestimmt dieselbe Konsistenz. Jo. Das sind einfach nur die Erdnussflips daneben. Nee, der AUKF hat nicht funktioniert. Ich wünschte, ich hätte mir Gedanken gemacht darum. Will jemand von euch die Knickknacks für mich übernehmen? Ich wollte Slices of Egg vorschlagen. Mach mal Weintrauben. Ich habe aber auch tatsächlich an Eier gedacht eben. Spiegelei oder so müssen wir irgendwo reinmachen. Oh, das ist stark, ja. Mirror Egg. Also ich würde gerne eine Box. Weißt du, wie das heißt? Ich würde gerne eine Box Hühnchennägel machen. Ist das okay? Ja, also es heißt Fried Egg, aber wisst ihr, wie es heißt, wenn man es halt so zubereitet wie ein Spiegelei? Das passt doch schon. Ja. Hat das einen anderen Namen oder wie? Was willst du Sunny machen, Side Up. Fußnägel. Ach so, das ist ja. So seltsam ja. Irgendwie. Sunny Side Up. Fully, was heißt Fußnägel auf Englisch? Toenails. Oh Gott. Toenails. Danke, ja. Fully. Mom's Toenail. Wieso sind die Weintrauben so ekelhaft? Ja, warte mal. Ja, die sind eine Weile schon drin. Ja, wirklich. Ich dachte, ich krieg so richtig. Die sehen jetzt nicht so knackige, grüne. Nee, doch, natürlich nicht. Sind die eklig. Die schwimmen sogar irgendwie in Wasser oder so. Toenails geht nicht? Nee. Ja, nur die normalen Nägel, die gehen. Oh. Aber die von Fuß nicht. Machen wir einfach so 10 rein. Ich habe einfach nur Nägel gemacht. Gehen einfach Toes. Was? Das sind keine Nägel. Oh Gott. Das ist Kreide. Oh, hier, ich habe eine Idee. Na, Gummibärchen. Das sind Toes, das Problem sind. Gummibärchen. Jo, Gummibärs. Okay. Gummibärchen in der Snackbox ist schon nicht verkehrt. Ich habe gesagt, why nicht? Ja, why langsam, nicht? Langsam wird es echt, langsam ist zu spät. Wir haben 20 vor 4. Ich meine, es spielt für mich. Ja. Ich mag die sehr, aber ja, das sind drei ich würde nochmal gucken. Drei große Gummibärchen. Sind noch etwas zu beleuchtet. Oder so Gummy Snakes. Oh, das ist stark. Das ich mag die, ehrlich gesagt. Aber die sind ein bisschen geschmolzen. Aber die haben so irgendwie einen Kern drin oder sowas. Mir ist die Nase ein bisschen dunkel. Welche ja, genau, willst du, Maeve? Warum? Die zwei möchte ich gerne. Die zwei, ja, okay. Ist schon lecker. Schon lecker ist das. So, nein, nicht die Chips, die darf ich nicht. Ich will Piccolinis. Die darf ich nicht. Ich nehme die Pommes. Die Pommes? Die darf ich gar nicht. Ich denke, was uns hier ein bisschen fehlt, ist halt einfach eine Überraschung. Ich denke, wir brauchen Fortbewegungsmittel. Ein Vehikel. Das ist so ein Matchbox-Auto rein. Das ist ein Spielzeug einfach. Keine Ahnung, was rauskommt, mal schauen. Ja, Streichhölzer. Oh. Ja, perfekt. Ist da ein Spielzeug mit dabei. Ja, ja. Warte, ich will noch mal. Wir können Ü-Eier reinmachen. Nee, du hast schon die Weintrauben. Fully hat noch einen. Fully sitzt dran. Kinder Surprise. Ja. Ich habe eine Idee, glaube ich, die gut sein könnte. Nee, ich denke, ich will das. Okay. Das war schon das Beste, ja. Das ist eine gute Snackbox. So, ja, wie welche wär's Box mit, Fach willst du? Nehmen wir das, die Salzstangen. Die Salzstangen. Für die Größe. Wie wär's mit Pudding? Yeah. Oh, wir sollten jeder eine Snackbox machen und sie uns gegenseitig präsentieren. Oh yeah. Und erklären, was drin ist.
Ja, können wir machen. So, wie ihr seht, ist hier, da ist Pudding. Was soll ich dazu sagen? Nicht jetzt. Wir haben ganz offensichtlich nichts vorbereitet. Das ist jetzt reparieren wir mal eben nochmal. Das ist das Spiegelei hier. Das ist die Margarine mit der Honigpumpe. Boah, ich habe noch eine Idee, was ich reinmachen möchte. Ja gut, dann mach Egg Slices. Na, das funktioniert an sich. Ein bisschen. Ist aber, oh Gott. Holy shit, das ist so ranzig. Es ist einfach Mayo und kein Pudding. Einfach nur Mayonnaise. Oh, einfach nur ein Fach voll Remoulade. Ja, kann einfach mal so weglöffeln. Fischstäbchen. Ja! Siehste, genau sowas hatte ich. What? Da sind komisch geschnitten, naja. Wie riesig waren die, dass das Eigelb so gigantisch ist? Das sind Straußen nachher. Vor allem, dass es außen gelb und innen weiß ist. Nein, das ist nicht irritierend. Ja, ist es. Ne, war es nicht. Das eine aber. Oh, welche willst du, Fully? Ich finde die am besten. Ich glaube, die, ja. Die sehen ein bisschen natürlich aus. Das sieht natürlich aus wie Leberkäse. Die sehen aus, als wären die schon so 2 Wochen drin. So, wer wäre als nächstes dran? Maeve? Also, ich hab noch Sachen, Johnny. Aber... Johnny hat noch Sachen? Ja, der wird auf jeden Fall leer ausgehen. Also, hier könnte man einen guten Dönerspieß reinmachen. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen, Kebab oder so, aber ansonsten ja, einfach... Ja, Kebab passt doch gut, ja. Okay. Schreib mal ein Kebab mit Doppel-B. Ansonsten einfach das Mori, das gute alte Minced Meat, würde ich noch irgendwo sehen. Oh, yeah! Einfach nur so ein Bottich voll, aus Hacke Peter mit Hack. Kacke später. Einfach nur ein Hack. Du kannst auch natürlich Döner auch schreiben, aber ohne Öl halt. Das soll also das sieht zu lecker stehen. Aus. Das sieht echt gut aus. Mach Minced Meat. Gedämpfte Huscheln. Einfach gute Minzpastete. Oh, jetzt hat man die gedämpften Huscheln wieder drauf. Zu dieser Jahreszeit? Ausgängig in meiner Snackbox? Ja! Ja, so! Oh, das hätten wir den Erdnussflips machen müssen. Ich will das. Ne, das passt schon gut da rein. Das ist gut. Mit Zwiebeln. Können wir da noch Zwiebeln drauf machen? Leber mit Zwiebeln. Oh, dann machst du eine Zwiebel, eine nicht mal die Mehrzahl. Zwiebel. Onion Ring. Aber der ist dann frittiert. Wir werden wir sehen. Also, okay. Was sollen wir das letzte Fach machen? Haben wir da schon was gesagt? Ich glaube, ich bin die Weintrauben ein bisschen traurig, da können wir noch was anderes machen. Wegen der ist frittiert. Nee, der ist perfekt. Oh, der ist gar nicht frittiert. Okay. Nee. Ja, das finde ich auch gut. Das für den Geschmack. Oh, was wäre mit Raupen? Fischstäbchen, ja. Fischstäbchen, was wir so oft haben. Was wäre noch eine gute letzte Woche? Britisches Essen. Beans. Ja! Einfach Beans. Baked Beans. Kann man sich da schön daraus löffeln. Ich bin sehr begeistert von der Zwiebel, die sieht auch sehr schön. Und wir wollten mal Cola oder so probieren. Wollten aber ich glaube, es geht nicht. Ach, zum Raustrinken. Wir können die... sehen aber schon wieder viel zu stark aus. Super, das ist echt schön. Oh, das ist doch eine tolle Snackbox. Ein paar Gummibärchen, eine Zwiebel. Ja, wir brauchen noch Getränk. Aber einen Traum. Die Weintrauben sind so traurig. Ja, die Weintrauben sind das Traurige daran. Das fucking Spielzeugauto. Ja, ist was für die Kids. Ich finde, für den Joke sind die Weintrauben ein bisschen traurig. Ja. Oh mein Gott, das funktioniert. Mach das mal zurück. Können wir wirklich Cola draus trinken? Ja, vielleicht kann man das Lorenz-Fach dafür nutzen. Das sieht echt lecker aus, ehrlich gesagt. Cola reinpacken. Oh ja. Wollt ihr bei den Bohnen bleiben? Ich denke schon, oder? Nein, fällt was Besseres ein. Ja, klar. Vielleicht, wie wär's mit den Erbsen? Ja, finde ich auch gut. Peace. Mit den Erbsen bin ich zufrieden. Und statt Cola können wir Wein reinmachen. Dann wir machen einfach bei den Weißen. Sieht voll frisch aus. Wir machen Kartoffelbrei. Einfach diese eine Kurve da noch. Na, die Erbsen überzeugen mich auch nicht. Mashed Potatoes. Na, das sieht halt dann nichts aus. Pommes. Fries. Ja. Moment, wir das wäre ein kleines Snackwürstchen. Wir tauschen einfach nur die... Ich hoffe, der packt da nur 2 Würstchen. Mini-Winnies. Wir sollten einfach nur die Fächer tauschen. Wir sollten in das kleine Fach die Salzstangen reintun und die Pommes sind das größte.
Kannst ja nicht Pommes ja, oder so. Ich wusste es. Alter. Ja, oh, doch, da bin ich, da, ja, da bin ich dabei. Ich glaube, die passt eigentlich ganz gut rein. Gute Pfeffersalami. Der herzhafte Box. So, da kann man bestimmt noch irgendwas so bis zum Rand füllen lassen. Dann sieht ja, das vielleicht perspektivisch auch richtig aus. Das Trinkpaket. Capri Sun. Okay, ich habe mal Wasser Capri gemacht. Capri Sun? Boah. 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 Okay. Oh was mein Gott, denn? Er macht da wirklich eine Tiefe rein. Warum sind da mehr Weintrauben? Aber er kopiert eher so das ist einfach. Ja, 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 das ist ja, ja so ein Weintraum drin, weil es quasi spiegelt. Ja. Oh, ist die Wasserspiegelung. Das Wasser ist so klar. Es ist einfach Raytracing. Dieses Spielzeugauto. Das ist einfach, das, jeder würde denken, das ja, ist lecker. Sojasauce hätte, oder so. Also ich würde die Cola aber noch ein bisschen Cola drin lassen. Kannst du jetzt noch so einen Strohhalm da rein? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt noch einen Strohhalm. Er muss ja nicht alles ausfüllen. Warum wird der so rund? Straw. Das ist nur der Bereich, es muss ja nicht komplett alles ausfüllen. Ja, mal gucken. Der wird das jetzt alles ausfüllen mit einem Heuballen. Ja, ja, stimmt. Da kommt jetzt Stroh. Gibt es keinen genaueren Begriff für Strohhalm? Oh, stark. Aber klappt schon so halb. Das nur leider ist falsche Position. Er ist Cola falsch rein positioniert. Er ist halt rübergefallen. Ist falsch reingefallen. Ja, da hat er keinen Spielraum. Nee, warte, ich will da einen Pommes rein. Fries? Was war es nur Fries? Nur Fry? Na, French Fries. French Fry, genau. Fry. Ich meine, es gibt nichts anderes, was er unter Fry verstehen könnte. Ja, außer halt das Verb to fry, aber ich glaube, der wird jetzt sicher die Stelle frittieren. So. Ne? Okay, das ist nicht unsichtbar passiert. Einfach. Hm. Das hat nicht funktioniert. Das ist weder mit, French noch Fry. Eine Karotte. Kakarotte? Die wird winzig. Okay, vielleicht habe ich es falsch geschrieben. Mach halt French Fries, dann sind es halt zwei. Cucumber. Oh, Gurke ist auch stark. Ich habe noch Ideen für eine zweite Box. Ne, wir sind schon so lange dabei, wir sind schon 1,5 Stunden. Ja, dann mache ich das für meine eigene, die wir uns gegenseitig zeigen. Hat auch nicht geklappt, ne? Hausaufgabe fürs nächste Mal. Jeder macht eine Snackbox. Okay. Und ja, ihr könnt uns weiterhin natürlich in die Kommentare Alternativen schreiben. Vielleicht sowas wie eine Werkzeugkiste oder so. Ja. Vielleicht. Schreibt das mal rein. So ein damit wir das machen. Ich würde aber sagen, auch das ist wieder eine sehr starke Snackbox geworden. Absolut. Das ist das Essen meiner Wahl. Was würdet ihr davon am liebsten essen? Die Gummibärchen. Ja. Nicht das Auto? Also, was würdet ihr am wenigsten gerne essen? Das Hackfleisch. das Hackfleisch. Wobei natürlich die Würste, die nehmen sich da nicht allzu viel. Ich finde die Eier die von Würstchen sind nicht. Halt wenigstens. Ja, die Eier sind echt so knabbern, aber Eier können so lecker sein. Die Eier würde ich mich nicht rantrauen. Können wir die Eier nochmal mit einem Spiegelei ersetzen? Nee, das passt so. Was soll das? Ich will es nochmal sehen. Kannst du einfach auswählen, Mogi, das ist aus der Liste links. Ja, oder okay. Genau, auf die Eierscheiben kommt noch ein frisches Ei drauf. Nee, ich habe einfach nur einen Spiegel draufgelegt. Oh Mann. Spiegeleier. Einfach nur ein Spiegel. Das ist nach deutschem Rezept. Eier nach deutschem Rezept. Wenn wir jetzt Mogi sehen, wie er da vor dem PC sitzt. Oh. Irgendwie klappt's. Ach, das ist ganz toll, unten oder? Immer. Deswegen hat es nicht geklappt, oder deswegen, was? Deswegen war das bei. Nee, da war ich noch nicht ganz unten, glaube ich. Das war schon drüber, aber. Generell nicht geklappt. Du bist drüber. Okay. Denkst du, du stehst French über mir? Fries. Hab mich gegen den Spiegel entschieden. Jetzt will ich doch die Pommes jetzt sehen. Jetzt sind Pommes bei den Eiern. Lieber noch ein paar Pommes mitnehmen, ne? Ah, oh, die sind aus Produktionsfehler da reingelandet. Die können eigentlich keine Spuren von Pommes enthalten. Ja. Nee, es klappt überhaupt nicht. Das klappt nicht. Das ist Quatsch, oh. Wir hätten eine Banane irgendwo reinlegen sollen. Wir sollten ein Würstchen durch eine Banane ersetzen. Dann werden wir ein Würstchen und eine Banane nehmen. Aber das kann man nur zusammen essen. Ja, genau, das gehört zusammen. Nee, der Spiegel klappt auch nicht. Okay. Also. Ich
Also, na dann. Banana. Bananarama. Banana. Bananas in Pyjamas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man zu viele Layer hat, dann... Ja, er liegt drüber halt. Ja. Oh, perfekt. Oh, wobei, ja, das ist... Wunderschön. Oh, die Saft perfekt. Die wurde so muss halt oben und unten abgeschnitten werden, damit sie reinpasst. Der ist schon ein bisschen braun an den Ecken. Die ist da drin, damit das Fleisch auch noch ein bisschen nachreift. Wir können ja nicht so viel Fleisch drin haben. Oh, es hat ein schon hoch. Ein bisschen abgesaftet da drin. Ja, ja. Das ist einfach Soße. Und ein bisschen Cola drüber geschwappt. Oh nein, was packst du da rein? Geht die auch gleich absaften? Jetzt kommt dann die Piemont-Kirche. Ich will deinen kleinen Weihnachtsmann reinpacken. Warum? Nein, Sky ist extra, ist eine Überraschung. Der wohnt halt da, keine Ahnung. Den kannst du nicht. Wohnt da. Der wohnt da. Das ist kein. Ja. Du könntest Santa Claus in die Seitenscheibe vom Auto reinmachen, der so rausguckt. Oh ja, ja. Oh ja. Yeah. Du bist weg, Santa. Ich mag, dass die Reifen ein bisschen kaputt sind vom Auto. Das ist halt ein billiges, die wackeln halt so von links nach rechts so ein bisschen. Na. Das Ding rollt kaputt, bestimmt nicht generell richtig. Billig. Oh. Der Santa Claus kann ich auch nicht reinpacken. Traurig. Gut. Ey, ich würde sagen. Tolle Snackbox. Oh, die Banane ist das Schlimmste, glaube ich. Aber das rohe Mincemeat würdest du essen? Schau, die Banane ist ja jetzt schon zum Zeitpunkt des Fotos ist sie ja schon schlecht. Also ich denke, beides wird in der Scheiße. Ja, du kannst sie noch essen, aber die ist lecker. Okay. Und dann würde ich sagen. Das war dieses Video. Wir haben wieder viel zu viel Zeit verbracht, aber man kann sich einfach nicht helfen. Das ist halt toll. Nee, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao. Das ist eine gute Snackbox. Ich bin sehr zufrieden damit. Schmack auf Fahrt.